So Leute, ich bin wieder in der Hütte, direkt hier vor dem Bosskampf. Ich muss zwar jetzt nochmal Igo und den wildgewordenen Minigar besiegen, aber das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Ich glaube, ich mache einfach den hier. Tschüss Igo. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Und klettere direkt hier hoch, denn ich will ja noch hier meine Waffen wieder voll auffüllen. Ich habe ja dadurch, dass ich nicht gespeichert habe, habe ich jetzt wieder alles auf Level 1 oder 2 und mir fehlen auch, nein, mir fehlen keine Raketen. Wunderbar, aber ich will das andere alles aufleveln, vor allem die Raketen und vielleicht den Feuerball noch. Und ansonsten, na, der Bubbler ist eigentlich relativ egal, den brauche ich nicht auf Level 3. Den Feuerball eigentlich auch nicht, aber der Feuerball ist mir, glaube ich, momentan noch lieber als hier der Bubbler. Denn der Bubbler ist nichts anderes auf der aufgeladenen Form als jetzt irgendwie Spur oder so. Also von der Benutzungsart. Und ich kann vielleicht nur noch Gegner nach oben hin besser besiegen, wenn ich Level 3 habe. Aber was soll's. Das ist mir jetzt relativ schnuppe. So, volle Raketen. Dann gehen wir mal runter. Schon mal mit aufgeladener Waffe, damit wir Misery wieder treffen können, sobald sie das Gespräch beendet. Und dann hoffe ich mal, dass wir den Doktor dieses Mal besiegen können. Oh, ich dachte, ich wäre nach rechts gegangen. Ich habe mich gewundert, warum keine Sequenz kommt. Aber ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich habe mehr auf mein Aufnahmeprogramm geguckt. Gerade verzeiht es mir so. Bla bla bla. Du musst demjenigen gehorchen, der die Krone trägt. Und wir treffen dich so richtig ins Gesicht. Na gut, jetzt nur die Füße zu schaden. Das ging auch schon mal besser. Die mag ich nicht. So. Ja, mach doch mal das. Das ist schön harmlos. Okay, ich kann dich immer zweimal treffen. Außer du machst den hier. Dann kann ich dich nicht zweimal treffen. Aber, na gut, 51 Schaden, das ist. Ich mag diese blauen, die schwarzen Pestbeulen nicht, die dann Blitze auf mich schießen. Die sind widerwärtig. Ey, ich sagte, die sind widerwärtig. Nimm das, so. Hallo? Dann nimm halt das. Deine Schilddinger nerven ziemlich. Fast noch so sehr wie die Pestbeulen. Aua! Hallo? Dann. Aua! Ja, genau, spawn genau da, wo ich runterfallen will. Du blöde Kuh. So, jetzt ein Treffer noch. Wunderbar. Misery besiegt und diesmal noch weniger Schaden genommen als vorher, oder? Beim letzten Mal bin ich mit 46 oder 44 draufgegangen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war. Ja, gut, einmal treffen lassen ist in Ordnung. So ein bisschen Schaden zu nehmen. Na, 46 wieder. Egal. Was soll's. Diesmal besiege ich den Doktor. Diesmal achte ich darauf, dass ich Misery zuerst besiege. Und dann Curly. Und nein, nicht Curly. Hier, Sue. Wobei Sue ist jetzt nicht so nervig. Aber könnte schon gut sein, wenn ich sie einfach besiege. Du wirst sterben, Doktor. Na, ich hätte vielleicht auch hier aufladen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich es halt so machen. Diesmal möchte ich ihn schaffen, ohne getroffen zu werden. Bitte. Danke. Läuft gut. Soweit. Okay. Ja, du gehst gerade hier. Aua. Ja, so viel zu nicht getroffen werden, ne? Wo ist denn der? Da. Hallo. Kristall benutzen zählt nicht. Wobei, na gut, ich benutze auch den Whimsical Star. Das ist der Kristall, der ist äquivalent zum Whimsical Star oder so. Oh nein, ich lasse mich zu oft treffen. Nicht gut, überhaupt nicht gut. 35 noch. Oh, das wird knapp. Ich möchte hier aber wirklich noch nicht den Lebenscontainer benutzen. Den möchte ich erst benutzen, wenn ich sie wirklich brauche, weil ich nicht weiterkomme. Und hier kann ich es ja auch schaffen, ohne den zu benutzen. Okay. So, oh ja, genau. Teleportiere dich genau dann weg, wenn mein Laser voll aufgeladen ist. Ja, Hallo. Lass mich doch mal, ey. Du bist böse. Dir gehört mal so richtig der Hintern versohlt hier. Vor allem Fledermäuse. Mann. Ich kämpfe da auch alleine. So. Sorry, Leute, ich bin gerade wieder ein bisschen still. Was daran liegt, dass ich mich auf den Kampf konzentrieren muss. Denn der ist nicht so einfach, wie er hier aussieht. Bam, 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 bam. Gut. Aha. Jawohl. Besiegt. Wunderbar. Jetzt zerfällt in alle Stücke. Aber wir wissen ja,
Sein Körper ist zerstört, sein Geist leider nicht. Und er hat den roten Kristall, irgendwie ist jetzt sein Körper oder so. Nein, auf jeden Fall, der Kristall geht nach oben und er auch. Von daher, was soll's. Der Kristall kann durch Wände durch, das finde ich auch irgendwie interessant. Außer das Geheimnis, und dann könnte ich da auch durch. Das kann ich nicht. Nein, nein, das kann ich nicht. So, ja, jetzt kommt erstmal wieder der Dialog mit Misery, von wegen, wenn du... Ey, da kann ich nicht durch, ich muss drüber. Wenn du Sue wieder haben willst, dann musst du von der Insel entkommen. Und dann befällt der Doktor sie und alles ist, schlecht. Kein Happy End. Sue! Rück sie raus! Oder meine Whimsical Stars werden dir das Leben zur Hölle machen. Sie werden deine Frisur ruinieren. So. Da ist der Doktor. Das war, ich wollte gerade sagen, wunderbar, aber leider nicht wunderbar. Mhm. Er hätte einfach mich befallen können, oder? Dann wäre alles vorbei. Wobei, könnte natürlich auch sogar argumentieren, dass ich ein Roboter bin, dass er mich deswegen nicht befallen kann. Hm. Ich hätte schon mal aufladen sollen. Okay. Aua. Ah, Misery schwebt. Das ist gemein. Okay. Mhm. Herzen, das ist gut. Herzen sehe ich sehr gerne. Aber die orangen Viecher sehe ich nicht gerne. Also lieber keine Herzen dafür nicht getroffen werden, als getroffen werden und dann ein paar Herzen zurückzubekommen. So. Aua. Hallo. Ich habe doch gerade mal die Alten besiegt. Manno. Ja, ey, Sue, lass mich doch mal in Ruhe hier. So. Ich muss mich konzentrieren. Dann funktioniert das auch. Fledermäuse, was? Willst du mich verarschen? Okay. Warum könnt ihr alle Fledermäuse beschwören? Ich will auch sowas können. Das trägt dann meine Gegner voll auf. Dann würde ich auch mal sehen, wie asozial das ist, Fledermäuse zu beschwören. Ja, oder die Viecher zu beschwören ist auch asozial. Hey, hab ich... Nein, ich hab's nicht besiegt. Die waren bloß in mir drin. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Oder hinter mir oder so. Keine Ahnung. Ausweichen, ausweichen. Hey, ich habe mehr Leben, als ich reingekommen bin, oder? Kann das sein? Okay, irgendwie haben die schon was Gutes, aber... ich mag sie nicht. Aber... So, Misery ist besiegt. Wunderbar. Jetzt kommt, muss noch zu dran glauben. Zumindest für die Dauer dieses Kampfes. Und dann... Hallo? Danke. So. Oh, bin ich froh, dass ich diesen Booster habe. Dann kann man nochmal ausweichen und muss nicht in den Schuss reinfallen. Aber man kann schon in Sue reinfallen. Ja. Nicht auf sie, sondern in sie. Aua. Du, hallo. Hör mal auf, deine Kerne mich wegschieben zu lassen. Kern. Stirb mal. Mein Gott, ey. Stirb jetzt. Danke. So. Ich habe freie Schussbahn. Endlich. Dann wollte ich mal zu den Raketen wechseln. Und... Bäm. Aua. Das tut mir weh. Dafür kriegst du Raketen ins Gesicht. In deine hässliche Fresse hier. So. Ich meine, ich würde nicht als so ein Kern weiterleben wollen. Man muss die ganze Zeit so eine Insel am Schweben halten. Und keiner dankt einem, sondern nur irgendwelche Roboter wollen einen dann zerstören. Das ist doch nichts. Oh Gott. Weg, 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 weg. Oh. Von diesen, ich denke, die machen mir wieder 20 Schaden. Das heißt, ich darf mich von ihnen nicht treffen lassen. Aua. Okay, Level down, aber... Jawohl! Ich habe den Doktor besiegt! Ich habe ihn besiegt und den Kern... Ich habe den Kern zerstört. Das heißt, die Insel wird jetzt ein wenig... Wir haben den untoten Kern besiegt. Er hat also gar nicht mehr gelebt. Es funktioniert! Sie haben den Helikopter repariert und da ist der Hund. Der Mimiga Ito. Wir haben genug Benzin. Wir sind... bereit, jeden Moment abzuheben. Ich habe nie gedacht, dass ich es wirklich schaffen würde, zu der Oberfläche zu kommen. Ich frage mich, ob sie in Ordnung sind. Und woher kommen die Blöcke? Ein Erdbeben? Der Kern. Es kann nicht sein. Aha. Sue, du lebst. Oh nein. Nicht so wie Turoko. Die Insel beginnt... in sich zusammenzustürzen. Es wird nicht lange sein, bevor dieser Ort hier zusammenstürzt.
Wir müssen es schaffen, hier rauszukommen. Genau, renn zu. Und hier ist nichts mehr, oder? Ist da noch was? Nein, da ist nichts. Gut. Dann wollen wir mal entkommen. 50 Leben. Ich hoffe, ich werde nicht getroffen.